Rasengittersteine müssen auf dem Parkplatz verlegt werden, sagt
der Hausverstand vom Mummeltanwalt. Das beim Wagenschieben alles klappert und scheppert. Meine sowas nicht deppert. Eine extra große Retentionsmulde mit Staudenfluren ist Pflicht, sagt der Hausverstand vom Umweltanwalt. Staudenfluren sind besser als Parkplatzfluren. Gras muss auf das Dach, sagt der Hausverstand vom Umweltanwalt. Rundherum ist alles flach, nun soll auch noch Gras aufs Dach. Wenn das die Firma Google hört, ist sie sicher sehr... Umweltanwalt. Na ja, gut, das passt noch eher. Dann hast du einen Strom für einen Rasenmäher. Ein hochstämmiger Laubbaum pro 5 Parkplätze. Verschieden, großkronig, solitär, Hochstamm, 3x verschult, sagt der Hausverstand vom Umweltanwalt. Dreimal verschult? Naja, wir könnten unsere verwaiste Hauptschule als Baumschule wiederbeleben. Weil sind alle im Ort für die Hauptschule zu gescheit, haben die Hauptschullehrer sehr viel Zeit. Für die Wurzel von der Flächen reicht ab jetzt der Rechen. Natriumdampf. Niederdrucklampen am Parkplatz, sagt der Hausverstand vom Umweltanwalt. Welchen Dampf haben die Schlampen? Brennt am Parkplatz nur eine Funse klein, findest mit dem Auto nicht in den Parkplatz hinein. Also die Gemeinde, die hat dann dem Donat sofort einen Brief geschrieben. Diese Auflagen, die kann er sich sparen. Aber jetzt kommt wirklich dieser Sackerlbiller da nach Willering. Ich sag Ihnen etwas. Diesen Donut, den kann man sich ja auch sparen. Halt! Nicht den süßen Donut wegwerfen. Das Süße ist doch was für den Mario Mühlböck. Der ist hinter allem Süßen her. Gescheiter als hinter allen Frauen. Sagt seine Frau, nicht der Hausverstand. Jetzt habe ich ihn da, diesen Lackel, diesen Hausverstand. Den kann man sich ja auch sparen. Wissen Sie überhaupt, was aus so einem süßen, niedlichen, kleinen, gelben Billersackerl wird, wenn es einmal groß ist. Es wird zum gelben Sack. Ja, beim Sparen, da geht es ja immer um die Kröte. Die Grünen, die sagen immer, wir sollen die Kröten vom Stift Willering ein bisschen besser behandeln. Wir sollen sie über die Straße tragen. Weil drüben bei den Stiftsteichen, da haben sie ihr Laichgewässer. Aber leider sind die Autos meistens viel schneller. Und darum schreiben wir in Willering das Wort Laichgewässer mit E. Naja, da wird der Sinn von leicht ganz leicht. Ja, da sterben jedes Jahr sehr viele Kröten.
Laut Frau Doris Eisenregler gibt es übrigens eine genaue Namensliste der Gatschkröte. Zu finden im Internet unter www.kröte.de. Sagt Hausverstand. Ja, ja, wir haben die Ratschläge vom Herrn Umweltanwalt und von der Frau Eisenregler ganz ernst genommen und der Landesregierung sogleich einen Bepflanzungsplan für die Krötenteiche und für den Billerparkplatz geschickt. Ja, und die Beamten, die haben das jetzt falsch aufgefasst. Und jetzt glauben Sie, dass wir uns für die Landesgartenschau 2019 haben? Aus wirtschaftlichen Gründen nehmen wir jetzt unseren Krötenauslauf und den Pillerparkplatz als Landesgartenschau her, sagt der Hausverstand. Ja, ja, und die Umfahrung, die bauen sie jetzt ja auch nicht mehr bis zur Landesgartenschau, weil sonst fahren ja am Ende alle vorbei. Hoffentlich gibt es statt der Landesgartenschau jetzt nicht einen Landesgartenstau. Denn fahren die Leute von Linz mit dem Schiff hierher, gibt es keinen Stau nicht mehr, sagt der Hausverstand. Der Herr Bürgermeister von Linz hat ja die Landesgartenschau alleine nicht zustande gebracht, weil er mit dem Swap-Skandal ganz viel Arbeit hat. Den hätte er sich sparen können. Ja, ja, für das Geld von den Linzer Parkgebühren kriegt man bei der Landesgartenschau sicher schon ein Eintrittsticket für den Willeringer Stiftspark. Die wesentlich angenehmere Art von Parkgebühr. Ja, ja, wir haben in Willering zwar noch immer keinen Postpartner, dafür für die Landesgartenschau schon einen vielversprechenden Schiffspartner. Die Costa Concordia. Bei der Machtau haben sie eh schon letztes Jahr damit begonnen, die Donau tiefer zu graben. Ist der Fluss erst tief genug vor Ort, springt der Kapitän nicht über Bord. Ja, ja, jetzt muss alles noch gut anwachsen. Und damit alles gut anwächst, braucht man viel Wasser. Ja, der Herr Bürgermeister, der arbeitet schon an einer Vorschrift, dass alle Schwimmbadbesitzer ihre Schwimmbäder bis 2019 nicht mehr anfüllen dürfen, damit die Pflanzen gut anwachsen. Erreicht in allen Becken von Willering das Wasser den Skimmer, ist in der Sahara nicht viel schlimmer. Ja, ja, und der Herr Giegler, der geistige Schöpfer der Landesgartenschau, hat einen ganz hohen Aussichtsturm geplant. Der ist so hoch, dass der Baumgartner Felix schon gefragt hat, ob er da runterspringen darf. Aber jetzt haben sie die Pläne ein bisschen abgeändert, weil das Stift Bedenken hat. Sie sagen, sie haben da Erfahrung vom Turmbau zu Babel. Naja, und jetzt hat sich halt der Baumgartner Felix gedacht, naja, also wenn das in Willering nichts wird, dann mache ich halt diesen Stratus-Sprung da für die Dosenfirma. Der Baumgartner-Sprung wäre eigentlich als Werbung für die Willeringer Landesgartenschau geplant gewesen, sagt der Hausverstand.
Wissen Sie überhaupt, was die Villeringer Landesgartenschau und die Stratosphäre gemeinsam haben? Sie sind beide ganz weit weg.